Jedes Jahr lädt Intel zum Research at Intel Day. 2009 zeigte dort der deutsche Entwickler Daniel Pohl seine neueste Version von Quake Wars Raytraced. Der 3D-Spezialist wollte dabei mit einigen Vorurteilen über Raytracing aufräumen. Hallo, ich bin Daniel Pohl von den Intel Labs. Wir forschen an Realtime Raytracing und da zeigen wir heute mal wieder ein paar neue Sachen. Eines der neuen Sachen, die wir haben, ist heute dieses stereoskopische Display. Das heißt, wir sehen hier also echtes 3D in der Szene. Wir können uns ein bisschen hin und her bewegen, den Kopf schwenken und dann sehen wir diese Roboter aus verschiedenen Perspektiven. Obwohl sich nur wenige Figuren bewegten, hier fehlt es noch an Wegfindungsroutinen, soll diese Szene rund 500 Charaktere enthalten. Daniel Pohl wollte damit zeigen, dass sich Raytracing auch für sehr dynamische Szenen eignet, was Kritiker der Technik bezweifeln. Drei Spezialeffekte wurden seit den letzten Demos in die umgestrickte Quake Wars Engine eingebaut. Als erstes zeigte Pohl die Lichtbrechung von Wasser an der Oberfläche und an Objekten, die sich in der Luft über dem Wasserspiegel befanden. Danach folgte eines der Portale, wie sie für Quake-Spiele typisch sind. Ohne großen Einbruch der Framerate konnte man wie durch parallel aufgestellte Spiegel hindurchsehen. Und in dieser Shading Language braucht dieser Special Effect nur eine Zeile vom Code, inklusive all dieser Rekursionen. Das funktioniert alles automatisch dann im Raytracer. Als letztes führte der Intel-Ingenieur noch ein Kraftfeld vor. Dessen sich ständig ändernde Oberfläche beleuchtete auch die Umgebung physikalisch korrekt. Dieser Effekt wurde durch das Sonnenlicht, das durch das Kraftfeld schien, noch verstärkt.